Es ist ein Duell, das es wirklich in sich hat. Beide Mannschaften wollen, beide müssen heute überzeugen. Wir zeigen sie Ihnen live. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen, liebe Fußballfans. Klasse, dass Sie eingeschaltet haben. Ich begrüße Sie bei optimalem Fußballwetter zu diesem Spiel heute. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir ist der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und heute sind wir zu Gast bei einem Ligaspiel. Könnte eine packende Partie werden. Und das wird mit Sicherheit ein spannendes Spiel, Wolf. Die haben sich beide einiges vorgenommen. Die Nebenleute bieten sich da schön an. Aber dann wird doch nichts aus dieser Situation Gefahr bereinigt. Nur noch der Torwart vor sich. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Genau da sollte dieser Ball hin. Präziser geht's fast nicht. Unten ins Eck, toller Ball. Hat da schön die Ruhe behalten. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Sieht vielversprechend aus. Klasse Timing hier. Gut dazwischen gegangen. Der Pass war ein bisschen unpräzise. Einwurf. Der Torwart war da nicht gefordert. Nee, so richtig war das Tor in dieser Szene nicht in Gefahr. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Was für eine Chance! Der Ball prallt von der Latte ins Feld zurück. Fast der Treffer, fast der Ausgleich, aber nur Alu, nicht zu überhören, viel Pech dabei. Aber ich bin sicher, die geben nicht auf. Und er gewinnt den Zweikampf. Sophie. Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Und dann ist der Ball weg. Da haben sie die entscheidende Lücke einfach nicht gefunden. Ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Kevin Bua. Und er geht an ihm vorbei. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Ah, da wäre jetzt Platz. Das sah gut aus. Klasse, dieser Volley. Tolle Schusstechnik. Am Ende knapp. Viel Übersicht bei diesem Pass. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Der Volley, klasse gehechtet und gehalten. Kein Tor, die Gefahr ist bereinigt. Jetzt die Ecke. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Cavaret.
Jetzt vielleicht die Flanke. Der ist nicht drin. Kaum zu glauben eigentlich. Kompliment. Großes Kompliment an den Torhüter. Ecke in die Mitte. Brauchbarer Kopfball, aber der geht neben das Tor. Er gibt dem Spieler die Chance weiterzuspielen, aber da kommt er nicht mehr richtig in Tritt, also dann doch Freistoß. Für das Foulspiel sieht er noch keine Karte, was sagst du? Ich denke, das geht in Ordnung. Wild mit Karten um sich werfen ist ja auch keine Lösung. Der Schiedsrichter setzt hier auf ein offenes Wort. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. In den letzten Minuten sind die Gäste hier natürlich eindeutig tonangebend, wenn es um den Ballbesitz geht. Und wenn sie hier angesichts der vielen Chancen auch mal Tor machen. Oh, jetzt haben sie die Chance. So gerade eben noch geklärt, da wäre es fast passiert. Sophie. Benito. Kevin Bua. Immer wieder diese kurzen, diese schnellen Pässe. Hier, Ball läuft exzellent. Der Gegner ohne jede Chance ranzukommen. Gelbverdächtige Aktion, das könnte durchaus geahndet werden. Jetzt reicht's endgültig, jetzt gibt's Gelb. Und es war ja nicht sein erstes Foul. Die Ermahnung vorhin hat scheinbar nicht viel Wirkung gezeigt. Sieht gefährlich aus. Sie können es machen. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen. Und damit ist hier noch nichts entschieden. Und jetzt geht's hier weiter. Er lässt den Gegner stehen. Die Ecke ist die Chance auf den Ausgleich. Die Fans geben alles, die wollen den Ausgleich. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Flanke kommt rein. Gehalten! Unglaublich, Wolf. Was für ein sensationeller Reflex. Die Ecke kommt rein. Da konnten sie nichts draus machen. Spielt den Ball. Wichtig! Er holt den Ball. Schwacher Zweikampf, da muss er anders hingehen. Was für eine Parade! Aus dieser Distanz, starke Szene. Da wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken müssen. So, Ecke kommt. Den Ball kann er klären. Schön vom Ball getrennt, das war eine wichtige Aktion. Klasse Ball gewinnen, vielleicht machen sie jetzt was draus. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Gutes Tackling. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Mit dem Konter sind sie hier erfolgreich. Und wenn du das Ding so perfekt spielst, dann kannst du eigentlich jede Abwehr der Welt aushebeln. Ein tolles Tor. Wir schauen uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und das ist dann natürlich genau die richtige Entscheidung. Er nimmt das kurze Eck, rechnet nicht jeder mit. Null steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Abwehr muss aufpassen. Sie kommen. Das macht er gut. Er strauchelt kurz, aber bleibt auf den Beinen. Da kann er erstmal klären. Gut.
Gutes Dribbling jetzt, Abwehr muss aufpassen. Aber der Ball ist weg, die Gefahr damit vorüber. Kevin Bua, phänomenal, ohne Worte. Wir kennen ihn als Rückhalt seiner Mannschaft, davon ist hier herzlich wenig zu sehen. Ein dicker Bock und dann fällt eben auch das Tor. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3:0. Pass wird abgefangen. Auch außen ist jetzt Platz. Aber dann verlieren sie den Ball, keine Gefahr mehr. Ich glaube, für diese Aktion sieht er gelb. Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen. Sieht gefährlich aus. Sie machen das Tor. Immerhin sieht das Ergebnis jetzt etwas freundlicher aus. Sicher verwandelt aus kurzer Distanz, den macht er ganz sicher. Ja klar, den lässt er sich natürlich nicht nehmen. Nach diesem Treffer steht es nun 3:1. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Er ist frei, da kann was draus werden. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Ja, wird Einwurf geben, kommt da nicht mehr ran an diesen Pass. Klasse Balleroberung, das war natürlich ein toller Zweikampf. Regulär sind es noch 7 Minuten. Ball kommt rein. Sie machen den Ball rein, aber zählen, Buschi, zählen wird dieser Treffer nicht. Abseits. Ist natürlich eine knallharte Entscheidung, aber die Unparteiischen sind sich ihrer Sache sicher. Das könnte die Gelegenheit geben. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. So, der Ball war natürlich mehr oder weniger harmlos, aber die Parade vorher, Buschi, die war richtig, richtig gut. Ja, da hat sich der Torhüter ein Sonderlob verdient. Ganz starke Szene. Es gibt 3 Minuten oben drauf. Klasse durchgesetzt. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Schönes Anspiel. Das Spiel ist aus, damit steht es fest. Es gibt hier die Niederlage für die Gastgeber. Das war natürlich keine gute Leistung heute. Wissen Sie auch selbst, klare Niederlage in der Liga. Das war gar nichts, das müssen Sie abhaken. Denn ich glaube, Sie können das deutlich besser. Aber das musst du auch auf den Rasen bringen. Er war heute aus meiner Sicht mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz. Wie siehst du es, Buschi? Ganz toll, also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Nur noch der Torwart vor sich. Da ist das erste Tor. Und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie. Der Torwart war da nicht gefordert. Nee, so richtig war das Tor in dieser Szene nicht in Gefahr. Ah, da wäre jetzt Platz.
Klasse gehechtet und gehalten. Kein Tor, die Gefahr ist bereinigt. Jetzt vielleicht die Flanke. Der ist nicht drin. Kaum zu glauben eigentlich. Kompliment. Großes Kompliment an den Torhüter. Ecke in die Mitte. Brauchbarer Kopfball, aber der geht neben das Tor. Gelbverdächtige Aktion, das könnte durch. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Gehalten! Unglaublich, Wolf. Was für ein sensationeller Reflex. Was für eine Parade! Aus dieser Distanz! Starke Szene! Da wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken müssen. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Mit dem Konter sind Sie hier erfolgreich. Und wenn du das Ding so perfekt spielst, dann kannst du eigentlich jede... Kevin Buha! Phänomenal! Ohne Worte! Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweikämpfe. Sieht gefährlich aus. Sie machen das Tor. Immerhin sieht das Ergebnis jetzt etwas freundlicher aus. Ball kommt rein. Sie machen den Ball rein, aber zählen, Buschi, zählen wird dieser Treffer nicht. Abseits. Ist das